Sein Ziel hat er immer fest vor Augen. Wenn Heiner van de Loo, der Chef des Zahnradwerks Pritzwalk, entschleunigen will, dann zieht es ihn mit Labrador Sam in sein Jagdrevier nach Schönberg, im Herzen des Ruppiner Lands. Es ist so eine ganz andere Welt. Sie, die Natur ist etwas Beruhigendes, das Unternehmen ist ständig etwas Pulsierendes. Es passiert mal hier was, passiert mal da was. Die Natur ist so, wie sie ist. Schön. Heiner van de Loo gehört zu den herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten Brandenburgs, ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Prignitz. 1993 kaufte der gebürtige Westfale das Zahnradwerk Pritzwalk mit 40 Millionen Euro Umsatz und mittlerweile 276 Mitarbeitern eine echte Erfolgsgeschichte. 300.000 Zahnräder werden hier jedes Jahr für Kunden in der ganzen Welt gefertigt. In China oder den USA findet man Zahnräder made in Brandenburg. Von winzigen Exemplaren bis zu den ganz großen, die zum Beispiel auf Bohrinseln kraftvoll ineinander greifen. Ich bin 22 Jahre hier und stolz darauf bin ich, was ich hier unten geschaffen habe. Stolz darauf bin ich, dass ich anerkannt bin, dass ich gelitten bin, sowohl in Pritzwalk, auch in meiner Gemeinde und auch unter den Leuten, mit denen ich viel zu tun hatte, ob das die Landesregierung war, ob das der Kreis oder sonstige war. Ob im Gemeinderat seines Heimatorts Triglitz oder in der Studienstiftung der Fachhochschule Brandenburg. Heiner van de Loo engagiert sich für seine Region und ihre Menschen, ist aktiv im Verein Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock-Dosse. Er hat uns alle davon auch überzeugt, dass wir selber etwas tun müssen, dass wir Geld in die Hand nehmen müssen, Stipendien übernehmen müssen, um Jugend hier zu behalten. Im Zahnradwerk Pritzwalk tritt Sohn Maximilian inzwischen in die Fußstapfen seines Vaters. Er soll in Zukunft dafür sorgen, dass sich die Räder hier weiter drehen. Er hat hier sehr viel soziales Engagement und ich denke mal, dafür schätzen auch voll in die Mitarbeiter hier, dass das die Leute ernst nimmt. Was schätze ich in ihm? Ich bin sein Sohn. Ne? Das ist irgendwo ein Vorbild. Zum einen und zum anderen kann man sehr von ihm lernen. Zur Ruhe will sich der mittlerweile 73-Jährige noch lange nicht setzen. Zu viel gibt es zu tun. Ich brauche noch einige Zeit.